Frau Rebecca Harms, bitte schön, 1,5 Minuten. Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, vielen Dank für die Unterstützung dieser Resolution. Sie ist sehr wichtig. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen hat jetzt gerade erst im September einen Bericht verabschiedet, in dem von schwersten Menschenrechtsverletzungen auf dem besetzten Territorium der Autonomen Republik Krim und der Stadt Sewastopol berichtet wird. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen erklärt, wie Krim-Tataren, Journalisten, Blogger und jeder, der auf der Krim Kritik an der Besetzung der Krim oder der Politik Putins äußert, festgenommen werden kann, eingesperrt werden kann. Es gibt Berichte darüber, dass Menschen verschwinden, dass Menschen vom Geheimdienst terrorisiert werden und in der Haft auch psychiatrisiert und gefoltert werden. Ich finde, dass in dieser Resolution, die wir heute verabschieden, dass da am wichtigsten ist, dass denjenigen, die in den Lagern und Gefängnissen Putins verschwinden, dass denjenigen Namen gegeben werden, dass diese Personen auftauchen. Und ich finde darüber hinaus sehr wichtig die Forderungen, dass unser Auswärtiger Dienst, unsere Botschaft und auch der Council of Europe und die Vereinten Nationen mehr Druck dafür machen, dass die Situation auf der Krim durch internationale Delegationen beobachtet werden kann. Es kann nicht sein, dass so wie unter Stalin wieder Menschen von der Krim in den Lagern, heute nicht Stalins, sondern Putins, verschwinden und wir diese Situation, obwohl Russland im Europarat, zum Europarat im Prinzip gehört, dass wir da nichts machen können. Wir sollten die Forderung der Ukrainer unterstützen, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen sich mit diesen Problemen ausdrücklich beschäftigt, nach dem Bericht, den ich am Anfang angesprochen habe. Ansonsten denke ich, wir müssen dafür sorgen, dass die Sanktionen, die wegen der Besetzung der Krim erlassen worden sind, dass die durchgehalten werden, dass wir weiter dabei bleiben, wie die Vereinten Nationen, dass die Krim besetztes Territorium ist. Und wir sollten diejenigen bestrafen, die Unternehmen bestrafen, die mit der Brücke von Kertsch oder im Energiebereich diese Sanktionen brechen.